Was geht ab, meine Z-Fighter? Osro hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Heute machen wir weitere Summons. Wir werden drei Mutti-Summons machen beim Ultra Instinct Goku Banner. Wir haben die drei Runden schon hinter uns mit dem Discount Summon. Heißt, wir bekommen jetzt bei jedem Mutti-Summon eine zufällige Anzahl an Christmas-Tickets. Wir haben unseren Dude Ultra Instinct Goku noch nicht. Heißt, hoffentlich droppt er hier in den drei Mutti-Summons. Ich würde da eventuell eigentlich gar nicht mal so gerne ham gehen. Schauen, was abgeht. Setzen wir mal die Erwartungen ganz runter, ganz easy. Drei Mutti-Summon. Sehen wir einfach mal, was passiert hier. Wir haben Gott sei Dank auch die Tickets. 1, 2, 3, 4 Pots. Alles klar. Mit den Tickets, wissen wir, können wir auch summonen. Das machen wir dann im Prinzip nachher. Und das ist ein garantierter Ticket-Banner. Das ist geil. Let's go. Rainbow. Das fängt schon mal sehr gut an. Das letzte Video, Leute, kann ich auch empfehlen. Das letzte Summoning-Video. Da haben wir direkt wirklich mit dem Burner angefangen. Wie wird es hier sein? Thank you, Dragon Balls. Wer ist das? Wow, was? Total random. Hashtag nicht gefeatured geht auch hier weiter, Leute. Ihn hatte ich nicht. Nehme ich an. Nehme ich auf jeden Fall an. Hatte ich nicht. Sei es drum. Sagen wir es mal so. Aber Hashtag nicht gefeatured geht quasi immer noch weiter. Aber wir haben immerhin ein S direkt beim allerersten. Kleiner Spoiler-Alarm, falls ihr das erste Video nicht gesehen habt zum Summon. Da haben wir auch direkt mit einem SS angefangen. Wirklich regelrecht direkt. Beim allerersten Single Summon. Oh Gott, ich kann diesen Goten nicht sehen. Hä, bitte? Zwei SSR wieder nicht gefeatured. Was soll das? Hashtag nicht gefeatured. Die Misere geht weiter. Oh mein Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, hier weiter zu klicken, wenn ich ehrlich bin. Zwei SSR zweimal nicht gefeatured. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, oh Gott. Oh. Ach du Heiliger. Bin jetzt ein bisschen quasi sprachlos. Also versteht mich nicht falsch. Das war SR. Richtig geil, mega geil. Aber es könnten halt quasi zwei gefeaturete sein. Und wie viel bekommen wir? Zwei. Man bekommt zufällige Anzahl von 1 bis 10. Und dann, wenn man da 2 bekommt, ist so. Steht wahrscheinlich für die zwei nicht gefeatureten SSR. Was kann denn diese Gurte nochmal? Supreme Damage Race 20% und 80%. Okay, ja, jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, okay, okay. Machen wir weiter. Wir haben ja noch zwei Multisum vor uns. Gucken wir, was da abgeht. Wir haben gar nichts, okay. Ich wollte gerade sagen, Pots anzählen. Wir haben Rainbow. Okay, aber wir gehen Super Saiyan. Diesmal bleiben wir nicht Baseform. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Super Saiyan 2. Was bekommen wir? Wir fangen an mit Pan. Pan GT. Xin Shenlong Agility. Nice. Könnt ihr benutzen für jeden anderen Xin Shenlong. Oder den Dokkan Awaken als SA für Omega Shenlong im Prinzip. Yamchu. Der in Deckung geht. Bata. Alles klar. Freeze. Mit dem bösen Finger. Oh Gott, diesen Bardock kann ich auch quasi gar nicht sehen. Ich schon so oft den Boy. Nochmal Freezer, okay. Ah. Ich glaube, das wird. Oh Gott, wird das echt ein toter Multisummon? Ich habe hier nur Yamchas gesehen, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Das ist gerade ein Multisummon der Loser, wenn ich ehrlich bin. Bitte ein bisschen mehr. Vier Tickets immerhin. Oh Gott, was war das für ein Multisummon? Ja, und so schnell geht's. So schnell ist man dann schon beim dritten und letzten Multisummon für das Video. Oh Gott. Ach du Heiliger, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. 1, 2, 3 Pots. Instant Super Saiyan. Oh Mann, der letzte Multi war echt ein bisschen böse. Kein SSR. Oh. Wird das quasi auch ein Fluch mit Ultra Instinct Goku? Ich hoffe nicht. Ich bräuchte regelrecht, ich will doch nur einen. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur einen Ultra Instinct Goku als Leader. Damit wäre ich komplett zufrieden. Und GG, alle wären zufrieden. Aber ja, es sieht nicht so aus. Dieser Multisum ist irgendwie. Oh!
ein Kid Buu. Da haben wir den Dude nicht gezogen, da kommt er zweimal. Warum sage ich zweimal und noch einen im letzten Video habe ich ihn gezogen? Aus dem Ticketbanner. Aber das hätte auch Trinstick sein können. Fahren GT. Aber ich freue mich auf jeden Fall für Kid Buu, auf jeden Fall. Nee, bitte. Das ist doch nicht dein Ernst. Danke, Kid Buu, ich hab's verstanden. Aber fängt das jetzt wieder an, dass ich nur Dupes ziehe? Schon wieder Dupes? Ist geil, natürlich. Aber es könnte zweimal Arch und Sengoku sein. Und das war's dann im Prinzip auch schon, GG. Kid Buu nicht gezogen, jetzt zum dritten Mal. Ist geil, versteht mich nicht falsch, ist richtig geil. Aber der ist es eigentlich. Hol uns mal die Tickets, hol uns mal die Tickets. Oh Gott. Wie viel sind es? Ich glaube, Finanz. Neun? Neun Tickets. Oh Gott, die Leute. Okay, wir können einen Mutti zusammen machen und ein paar Singles. Hauen wir mal die Single-Sound raus. Gucken, was da abgeht. Wenn das Video euch bis jetzt gefallen hat und wenn ihr in besseren Stimmung seid als ich quasi, ich habe euch gut gezogen, versteht mich nicht falsch, aber GG, schon wieder Kid Buu, Dupes und so weiter und so fort. Ja, ich brauche eigentlich nur noch einen Sekoku. Wir haben schon 6 Multis zusammen gemacht in dem Banner. Was geht hier ab? Gogeta Dupe! Aber warum? Warte mal, halt, stopp. Wisst ihr, warum dieser Gogeta unawakt ist? Weil ich im letzten Video beim allerersten Singstar einen Gogeta Dupe gezogen habe und jetzt sich wieder einen? 2 Gogeta Pfade offen, Kid Buu genauso. Das ist insane. Das ist übertrieben geil. Übertrieben geil. Was? Hashtag 1 Singlesam regelrecht. Es geht wieder los. Ich sehe es. Dupes. Ich werde alles ziehen. Ich werde nur Dupes ziehen. Ich werde alles ziehen außer Arch und Sengoku. Ich sehe es kommen. Das ist mir schon so oft passiert. Das war bei Omega passiert. Bei Super 17. Und. Ist geil, Leute. Kriegt das nicht in den falschen Hals. Ich freue mich dafür. Wirklich. Aber ich will. Ein Arsch und Sengoku würde mir reichen. Ein Arsch und Sengoku würde mir reichen. Dann könnte ich mit dem Banner abschließen, ins Bett gehen, was auch immer. Und GG. Und regelrecht G zum G. Aber das Spiel spielt mit mir. Ich sehe es. Machen wir noch hier einen Single Sum. Dann machen wir zum Abschluss noch den letzten Multi. Beim relatierten Banner. Da kriegen wir dann garantiert einen SSR. Bin gespannt, welcher das sein wird. Wird das der krönende Abschluss etwa? Ich will's mal nicht hypen, weil guck mal einfach, was abgeht. Alright, Mutenroshi, alles klar. Gut, jetzt haben wir noch unsere Multisummen, wie gesagt. Den können wir noch raushauen. Und da bekommen wir dann quasi noch ein SSR garantiert, das aber kein gefeatureter, also muss nicht unbedingt gefeatureter sein, kann auch irgendein SSR sein. Wie sieht's aus? Gar nichts, okay. Rainbow? Base vom Rainbow. Okay, die Anzeichen. Ja, okay, klar. Es sind gefeatured SSR. Aber sind die Anzeichen gut mit einem Crack-Screen? Mit It's Over Freezer. Ist es wirklich vorbei? Ist es wirklich vorbei mit diesem Multisum? Es sind wie gesagt 5 Charaktere. Mutenroshi, der letzte ist ein garantiert SSR. Son Goten. Ich bin sprachlos, Leute. Das ist genau das, was ich meinte. Das ist genau das, was ich meinte. Wir haben in diesem Video 4 Dupes gezogen. Wenn wir die Goten mit einrechnen, 5. Wir haben hier nur Dupes gezogen. Diese Charaktere, die waren bei mir kein Pfad offen, gar nichts. Jetzt sind sie fast 100%. Das ist wieder mal ein Video Dupes everywhere. Alles, überall Dupes. Überall Dupes. Außer Ultra Instinct Goku. Ja? Ja!
Fusion Zamasu, endlich! Mein erster Fusion Zamasu auf Global, oh mein Gott, wahrscheinlich hat ihn fast jeder außer ich. Okay, dann hat sich noch quasi wirklich gelohnt ein bisschen. Aber Leute, der Dude hat jetzt einfach mal aus dem Nichts drei Tore offen. Aus dem Nichts regelrecht. Aber nice, Fusion Zamasu ist da. Pff, alles klar, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Quasi überall Dupes, kein Ultra Instinct für mich. 6 Multis haben kein Ultra Instinct Goku, das tut schon ein bisschen weh. Ich glaube, ich werde das Ganze jetzt ein bisschen sachte angehen. Das reicht erstmal vorerst für die 6 Multis. Der Banner von Ultra Instinct Goku ist ja noch eine Weile online. Ultimate Gohan sollte auch kommen am 28. Deswegen warten wir mal ein bisschen. Christmas ist ja noch demnächst. Beziehungsweise klar, das sind die Christmas Events. Aber ich werde zu Weihnachten an sich kommen noch ein, zwei geile Sachen. Bis dann, Leute. Habt schöne Tage. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.